Mein Name ist Wolf-Axel Schulze, ich bin der verantwortliche Projektleiter hier von dem Projekt Scarlet One, dem ersten automatisierten Food Fulfillment Center der REWE Digital. Ein Food Fulfillment Center, das für sich so einzigartig in Kontinentaleuropa ist und auf das wir auch alle sehr stolz sind. Das Geschäftsmodell der REWE Digital ist für den Kunden, das Einkaufserlebnis einfacher und inspirierender zu gestalten, egal ob im stationären oder halt über Web oder App. Und an solchen Möglichkeiten arbeiten wir und sind auch schon in der Lage, über 70% der Kunden zu Hause mit Waren des täglichen Bedarfs liefern zu können. Große Herausforderungen unseres Geschäftsmodells sind Top-Qualität, Top-Frische, ein großes Sortiment pünktlich beim Kunden liefern zu können. Das Ganze auch noch effizient und entsprechend der Kühlzonen bzw. Kühlkettenvoraussetzungen. Dies ist in kürzester Durchlaufzeit, das sind die Herausforderungen, die wir hier haben. Mit einer solchen Lösung sind wir in der Lage, weitere neue Services entsprechend anbieten zu können. Und dafür ist diese Logistiklösung entwickelt worden. Wir haben uns für eine Lösung von Knapp entschieden, weil wir einen Technikanbieter suchten, der auf der einen Seite natürlich wahnsinnig viel Erfahrung in der Shuttle-Technologie hatte und auf der anderen Seite mit uns auch bereit war, viele Innovationen und innovative Gedanken mitzuentwickeln und zu implementieren. Wir haben hier in Köln das modernste Food Fulfillment Center gebaut. Es zeichnet sich aus, natürlich im Hauptbereich, durch eine Shuttle-Technologie der Firma Knapp, die für den Ambient-Trockenbereich bzw. für den Chilled-Bereich sind. Im Einzelnen haben wir einen Wareneingang. Im Wareneingang werden die Waren angeliefert aus unseren Regionallägern. Wir vereinnahmen die Ware und nehmen die Ware, die entsprechenden Collies oder Cases, indem wir sie in die Boxen hineinlegen und die entsprechenden Daten wie Mindesthaltbarkeitsdatum etc. aufnehmen. Die Behälter werden dann anschließend in die Shuttle-Technologien gefahren. Bei den Kommissionierstationen haben wir uns für eine 1:1 Kommissionierstation entschieden. Das heißt, wir haben immer einen Lagerbehälter und einen Zielbehälter nur im Zugriff. Dadurch haben wir auf der einen Seite eine sehr hohe Effizienz, auf der anderen Seite aber auch eine Sicherheit für den Kunden, dass er auch das richtige Produkt immer bekommt. Wichtig bei der Entwicklung war neben Effizienz bei diesen Anlagen auch die Ergonomie. Das waren uns alles Dinge, die uns wahnsinnig wichtig waren. Gleiche Kommissionierstationen haben wir auch im Chilled-Bereich, wo wir 10.000 Lagerbehälter haben und 4 Kommissionierstationen. Auch hier wird die Frische entsprechend für den Endkunden kommissioniert in gleichen Stationen. Die Behälter werden dann anschließend runtergefahren in den Obst- und Gemüsebereich. Dort haben wir eine manuelle Kommissionierung. Hintergrund der manuellen Kommissionierung ist, dass wir dort die Ware immer im direkten Zugriff haben möchten, um auch immer sicherzustellen, dass wir hier die Top-Qualität auch dem Kunden anbieten können. Die ganzen Behälter fahren anschließend in das sogenannte Konsolidierungs-Shuttle, den Warenausgangspuffer. Dort stehen die Behälter dann bereit bis zur Verladung. Wenn die Verladung entsprechend ansteht, fahren die Behälter anschließend runter in den Warenausgang. Dort haben wir sogenannte Dolly-Stacker, wo die Behälter übereinander gestapelt werden, Dollys entsprechend im Warenausgang bereitgestellt werden. Unsere Kunden profitieren von der reibungslosen Logistik natürlich, indem sie halt tatsächlich die beste Qualität und die beste Frische pünktlich zugestellt bekommen bis zur Haustür. Und dafür tun wir halt alles, dass diese Anlage reibungslos mit hoher Verfügbarkeit funktioniert.